Trejo zusammen und herzlich willkommen zurück im zweiten Part von Perfect World Eclipse. Dieses Mal wieder im Singleplayer. Der Ekalavi ist immer noch im Hintergrund, aber er wird nicht mehr so viel labern wie im letzten Part. Er ist müde. Yippie! Er ist einer Yippie! Gut, ich musste irgendwas töten. Was muss ich denn töten? Oh, da ist noch eine Quest, die ich annehmen kann. Das ist sehr schön. Ich habe natürlich wieder meinen Timer vergessen. Es ist zum Verrücktwerden. Zurücksetzen, starten, Dankeschön. So, wer bist denn du? Du bist Wächter der Erde. Ach ja! Diese kleinen, niedlichen Djinn-Viecher. Ein neues Zeitalter. Jede Handlung ruft eine positive und eine negative Reaktion hervor. Alles hat einen Anfang und ein Ende und alles, was passiert, hat einen Grund. Ich denke, das ganze Chaos und die Probleme in der Welt geschehen aus einem bestimmten Grund. Gut und Böse existieren zusammen und das eine braucht das andere. Gerät die Balance jedoch durcheinander, versinkt die Welt im Chaos. Ja. Genau, der erzählt uns genau dasselbe wie vorher auch. Und jetzt haben wir einen Djinn. Ich habe natürlich wieder einen blauen. Wobei ich finde, der passt doch eigentlich ganz gut zu mir. Ja, blau, grün, irgendwie so ein bisschen was von beidem. Auch wenn ich mir immer noch nicht ganz schlüssig darüber bin, was die eigentlich bringen. Ich liebe es einfach, wie dieses Spiel aussieht, ne? Das ist einfach der Wahnsinn. Teilweise stehe ich mehr auf die Optik dieses Spiels als auf das Spiel selber. Ah, Fischwärme. Okay, ich würde dann jetzt auch ganz gerne mal etwas töten. Tatsächlich, das Anfangsgebiet ist wieder dieses All-in-One-Anfangsgebiet, wo einfach jeder am Anfang hinkommt und wo einem das Spiel von vorne bis hinten einfach komplett erklärt wird. Hier kann man sehen, in welche Richtung die verschiedenen Rassen ihre, ich sag mal, Meister haben oder sowas in der Art. Ich finde, die Statuen sehen schon sehr cool aus. Und dann haben wir hier halt die verschiedenen ja, Oberhäupter? Ich weiß es nicht, wie man das jetzt nennen sollte. Auf jeden Fall diejenigen, die hier das jeweilige Volk repräsentieren. Engelhafte Essenz. Ach ja, richtig. Ich musste... Ja. Oh, muss ich diese Sternchen töten? Sternseele. Ja, ich muss tatsächlich diese Sternchen hier töten. Wow. Hey, das sieht cool aus. Robe des Meditierenden. Weißjade-Amulett. Ich sammle jetzt einfach den ganzen Kram hier mal ein. Einfach, weil ich es kann. Das hier schwebt irgendwo in der Luft. Irgendwie scheinen manche Mitspieler hier auch unsichtbar zu sein oder so. Keine Ahnung. Ich komme an die ja gar nicht ran, Mann. Das ist doch gemein. Ach, ich hab sie schon, diese komische Essenz. Gucken, ob das mystische Fell mittlerweile was wert ist. Ich glaube aber nicht dran. Ne, immer noch eins. Was ist das? Weißjade-Amulett benötigt Level 3. Gut. Was ist das? Ach, das ist nicht mehr bei Quest-Gegenstand. Harmlose und reine Seele. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich mir jetzt irgendwas anderes anziehe? Ja, dann wird mein jetziges natürlich überschrieben. Aber das bietet mir wenigstens so ein kleines bisschen Schutz, deswegen lasse ich das jetzt erstmal an. So, das heißt, ich kann schon wieder zu ihm zurück. Hä, musste ich nicht eigentlich zu diesem komischen Schreiberling zurück? Jetzt bin ich schon etwas verwirrt. Ja, das Problem ist einfach, dass der Server komplett zugeballert ist und hier einfach niemand... Niemand? Was rede ich hier für ein Scheiß? Ein reines Herz und eine schnelle Hand. Die himmlische Maid hat recht. Ihr seid genau das, was wir brauchen. Das habt ihr wohl von Anfang an so geplant. Ja, natürlich. Oh, ich bin ein Level aufgestiegen.
Auch wenn man das jetzt leider nicht gesehen hat, weil der Busch im Weg war und ziemlich viele andere Spieler auch. Könnte ich bitte nochmal mit ihm reden? Ich muss mal irgendwie an ihn rankommen hier. Hier, da. Sehr schön. Vorbereitung auf den Kampf. In Ordnung, ich werde bald zurück sein. Wofür auch immer. Ich hoffe, ihr konntet auf Stopp drücken und es euch. Ach, jetzt muss ich hier die ganzen. Ja, genau. Jetzt muss ich hier die ganzen Typen abklappern. Ach, die sind hier vorne direkt. Das ist ja schön. Gut, dass die direkt alle auf einem Haufen sitzen. Hallo, mein junger Freund. Ich bin der Apotheker. Falls ihr jemals Salben oder Heilmittel benötigt oder jemanden braucht, der für euch Tränke mischt, dann bin ich euer Mann. Oh, richtig, das hätte ich auch fast vergessen. Eure Ausrüstung natürlich. Wenn das so weitergeht, vergesse ich bald meinen eigenen Kopf. Richtig, Medizin, Heilmittel, gute Dinge. Hab verstanden. Okay, hier kann ich mir jetzt meine Ausrüstung aussuchen. Assassinen-Bogenschützen Dämmerklingen. Okay, das heißt, die Ausrüstung ist quasi schon auf uns zugeschnitten. Und wir haben quasi nur die eine, die wir uns hier auswählen können. Finde ich sehr cool. Ich bin gespannt, wie die am Ende aussieht. Ich habe hier alle Arten von Anhängern, Ringen und Amuletten. Schaut euch um. Ich würde aber gerne die Quest machen. Es gibt noch viel zu tun. Man soll ja niemals voreilige Schlüsse ziehen. Das gilt natürlich insbesondere auch für mich. Meine Schmuckstücke sind wunderschön, doch sie bergen auch starke Kräfte in sich. Falls ihr jemals welche kaufen oder sogar eure eigenen herstellen wollt, dann zögert nicht und sucht mich auf. Hier nehmt diesen kleinen Anhänger. Ich hoffe, wir werden in Zukunft noch mehr voneinander sehen. Hier kann. Ach, da muss ich auch wieder genau das auswählen, was für mich. Okay. Gut. Ach, der ist ja süß. Oder ist das eine Sie? Ich glaube, es ist eine Sie. Noch ein Händler. Wir reisen das ganze Jahr umher, nur um genug zu verdienen, um die Familie zu ernähren. Ah, das ist blöd. Aus dem einen sein Müll ist dem anderen sein Schatz. Es gibt nichts, was ich nicht ankaufe. Das heißt auch, dass ich immer alles, was ihr braucht, auf Vorrat habe und das zu fairen Preisen. Da könnt ihr eben hier fragen. Gut zu wissen. Okay, ich muss immer das in der Mitte nehmen. Aber das sieht cool aus. Das sieht viel cooler aus. Egal. So. Schneiderin. Hey, geh mal aus dem Weg. Neue Kleidung exklusiv für euch geschneidert zu niedrigen Preisen. Es gibt noch viel zu tun. Ah, ich grüße euch. Älterer Schreiber bat mich, das hier für euch vorzubereiten. Fühlt es sich nicht fantastisch an? Wenn ihr noch bessere Ausrüstung kaufen wollt, dann sucht mich einfach auf. Ich kann euch natürlich auch dabei helfen, eure eigene Rüstung herzustellen. Rüstung kann ich natürlich gut brauchen. Danke. So, das ist dann eine Hose. Okay, fehlt noch jemand? Schmied fehlt noch. Den haben wir da hinten. Oh. Das ist ein ziemlich bulliger Kerl. Hallo da, ich bin der mächtige und legendäre Waffenmeister. Aber ihr könnt mich Schmied nennen. Sucht mich auf, wenn ihr Waffen braucht. Hier ist etwas Ausrüstung für den Anfang. Cool. Gut, dann würde ich sagen, suche ich mir ein freies Plätzchen und lege dann die Rüstung auch einmal an. Kann das hier nochmal weg? Zack, 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 zack. Also quasi dieselbe Rüstung wie in dem Together. Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig Bombe. Hätte ich mir schon was Cooleres drunter vorgestellt, aber man kann ja nicht alles haben. Nein, es wird bestimmt noch besser. Da habt ihr einige hervorragende Sachen erhalten. Legt alles an, bevor ihr aufbrecht. Klickt dazu einfach auf den neuen Ausrüstungsteil und so weiter. Oh yeah! Wir haben extra auf uns abgestimmte Waffen. Das ist ja mega gut. Zeigt mir meine neue Waffe. Okay. Ich hoffe, die sieht ein bisschen cooler aus als meine jetzige. Oh, sie funkelt ein bisschen. Okay. Damit kann ich leben. Okay, hat er noch irgendwas für uns? Der hat noch irgendwas für uns direkt. Toll. Das war klar. Ein neuer Versuch.
Stärke wird nicht durch Worte bewiesen, sondern durch Taten. Wie es der Zufall so will, treiben sich beim Lager Diebe und andere Schurken herum. Ja und? Vertreibt sie und beweist so eure Stärke. Sprecht mit älterer Schreiber, sobald ihr die Aufgabe abgeschlossen habt. Ich mag aber keine Diebe töten. Düsterwolf Vorhut. Ach gut. Na toll. Wölfe töte ich natürlich viel lieber als Diebe. Die sind doch alle scheiße. Ich finde beides blöd. Warum sind hier einige schon im Anfangsgebiet in der Gilde drin? Das ist doch voll gemein. Okay, so langsam komme ich wieder aus dem Getümmel raus. Das heißt, ich kriege wieder so ein bisschen mehr FPS zusammen als nur 4. Ja, jetzt sind es 9, 10. Irgendwie so. Das ist irgendwie schade. In dem anderen Anfangsgebiet hat man direkt zu Anfang richtig awesome Kleidung und Waffen und Rüstung und Gedöns bekommen. Rote Jade. Elementar irgendwas. Fett. Leute, lasst doch nicht die ganzen guten Sachen hier liegen. Ihr seid doch bescheuert. Das kann ich noch nicht aufheben, weil es mir nicht gehört, hä? Zerlumptes Fell ist mir egal. Das kann ich aber aufheben. Elementarpulver. Wahrscheinlich auch noch nicht. Ich bin jetzt voll gemein. Ich hebe hier einfach die ganzen Sachen von den anderen auf. Baumwollfaden. Das ist alles, das sind alles voll die wichtigen Sachen. Hä? Ach, das Vieh greift mich an, oder was? Purisaurus. Düster Wolf Vorhut. Muss ich die Viecher hier... Ja, die muss ich töten. Das Problem ist, dass hier so viele Leute rumrennen, dass ich wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit haben werde, hier irgendwas zu töten. Doch, da. Komm schon. Dich kriege ich. Du bist mein. Hui. Sehr gut. Und noch ein. Oh, diese Angriffe sind so cool. Elementarpulver? Ich glaube, Elementarpulver ist so eine Drachenquest-Dings gewesen, oder? Ich meine schon. Ist aber eigentlich auch egal. Ach, da ist noch... Ach Mann. Scheiße, schon weg. Da ist direkt der nächste. Okay, Quest abgeschlossen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz in mein Inventar. Mit B öffnet man übrigens das Inventar. Ja. Ich glaube, wenn ich noch einen... Was haben wir hier? Ausweichen plus 4. Sehr schön. Oder? Physische Verteidigung plus 23. Ist irgendwie sinniger, glaube ich. Was haben wir hier? Ausweichen plus 3. Gut, dann nehme ich das halt. Wenn ich noch ein Elementarpulver einsammle, dann habe ich erstmal genug davon. Dann habe ich 10. Also ich weiß, dass man meistens 10 dafür braucht. Ich werde auch jetzt nicht so ein Ding direkt eine Drachenquest anfangen, aber... Ich sammle jetzt hier einfach den ganzen Crap ein. Dann kann ich das später verkaufen. Lichterleinenhosen, Lederhose, Lederrüstung. Warum auch immer ich gerade ein Level aufgestiegen bin. So, zack. Ich töte einfach noch ein paar, weil es gerade irgendwie Spaß macht. Münzen. Noch mehr Münzen. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn, weil ich die ganze Zeit auch durch die Quests jede Menge Punkte bekommen würde. Okay, ich gehe einfach zurück. Ist schon gut, ist schon gut. Ich werde jetzt auf jedes Zeug zu sammeln. Aber es ist so viel. Hä? Moment mal. Warum bin ich in der Gruppe mit denen? Deswegen. Deswegen bin ich gerade ein Level aufgestiegen. Ich bin einfach so in der... Aber warum? Ich habe doch gar nichts angenommen. Habe ich was angenommen? Nein. Ich bin einfach mit denen in der Gruppe gelandet. Was geht hier ab? Kann ich die Gruppe wieder verlassen? Bergen anzeigen?
Ich würde ganz gerne Gruppe verlassen. Ich meine, es ist ja ganz, ganz cool, dass ich hier einfach so mal in eine Gruppe eingeladen werde, aber ich weiß nicht. Nicht schlecht, ihr habt große Fähigkeiten. Damit sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe. Zu euren Diensten. Och, ernsthaft, muss das jetzt sein? Wo ist er denn? Achso, hier der. Vorurteile ablegen. Krieger aller Rassen sind an diesem heiligen Ort versammelt. Aufgrund der Geschichte verschiedener Ansichten und kultureller Verschiedenheiten sind Konflikte unausweichlich. Doch unfriedliche Kämpfe sind hier streng verboten. Alle Krieger müssen diese Konflikte hinter sich lassen, wenn sie hier trainieren wollen. Versucht einem Fremden durch eine freundliche Geste euren guten Absichten kundzutun. Hä? Wie zum Henker soll ich das denn jetzt machen? Was sagt mir das jetzt? Drücke die E-Taste, um das Aktionsfenster zu öffnen. Klickt winken, um zu winken. Okay. Ich muss zugeben, ich finde die Quests hier irgendwie ja schon ganz cool. E und winken. Nochmal. Winken. Hallo. Gruß. Oh, das sieht ja mal cool aus. Ja, sehr nice. Dämon? Oder Weise? Okay. Ich bin gespannt, ob einem das alles noch erklärt wird. Erlernte Fähigkeiten. Coole Sache. Okay, dann würde ich sagen, habe ich das schon mal erledigt. Jetzt muss ich wieder hier zu ihm zurück. Hervorragend. Ihr habt noch viele weitere Aktionen zur Verfügung, aber ich würde versuchen, alle drohenden oder niedrigen Gesten erst einmal zu vergessen. So, direkt die nächste Quest, die er für uns hat. Inspirierender Anführer. Die Reinheit eures Herzens, eure Bescheidenheit und eure Mut ist vorbildhaft. Vorbildhaft? Heißt das nicht vorbildlich? Egal. Viele der jüngeren Krieger in der Ausbildung sehen zu euch auf. Warum kümmert ihr euch nicht um die Monster, die große draußen vor dem Lager lauern, sodass sich die Jungkrieger unbesorgt ihrer Ausbildung widmen können. Aber natürlich. Jetzt muss ich drei Furisaurus und Ferosaurus töten, okay? Sauren. Es tut mir leid, dass das so wahnsinnig ruckelt. Mich selber stört das auch gerade ein bisschen, aber es ist wohl einfach. Ja, es ist wegen dem Update. Ach, ich wollte eigentlich meinen Stuff verkaufen. Na, ist egal. Ach, jetzt später. Ich bin schon wieder bei 17 Minuten. Haha. Okay, dann kann ich noch ein paar von den Viechern killen. Vielleicht noch ein bisschen Zeug einsammeln hier. Und dann muss ich den Part leider auch schon wieder beenden. Die gehen immer viel zu kurz. Ich könnte irgendwie 3 Stunden am Stück einfach aufnehmen. Ich bin auch mega gespannt, wie die Flügel von denen aussehen. Komm schon. Direkt auf den nächsten. Stirb, Ferosaurus. Und du auch noch. Gerade einfach, weil du da stehst. Wahrscheinlich war deswegen am Anfang dieses Einsammeln unten in der Aktionsleiste drin. Einfach, weil man das hier am Anfang wirklich super gut gebrauchen kann. So, jetzt muss ich Furisaurere finden. Ich glaube, die sind einfach über den Berg gewesen. Jetzt laufe ich wieder voll den Umweg hier. Na, ist egal. Ferosau. Abenddunst. Was auch immer. Oh, die sehen so cool aus. Ich mag die. Stirb. Jetzt bin ich schon wieder mit irgendwem in der Gruppe. Was soll das? Die können mich doch nicht einfach in irgendwelche Gruppen stecken hier. Ah.
Ich weiß nicht, ob das was mit dem Update zu tun hat, aber ich finde es irgendwie nicht okay, dass man hier einfach in irgendwelche Gruppen reingeschmissen wird. Ich habe definitiv nichts angenommen. Naja. Haben die mir wenigstens irgendwann mal geschrieben? Shiva, irgendwer hat die Gruppe verlassen? Ich weiß nicht, irgendwie haben die mir nicht mal irgendwas geschrieben. Okay, ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Elodrill. Keine Ahnung, warum ich hier einfach in irgendwelche Gruppen reingesteckt werden kann. Kann ich das eigentlich auch machen? Dass ich einfach irgendwie einen anklicke hier und den dann in eine Gruppe einladen kann? Nee, kann ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ach, warte, ich muss sowieso erstmal aus der Gruppe raus. Jetzt probiere ich das einfach mal. Die da. Hallo? In Gruppe einladen, aber dann müssen die doch erstmal annehmen, oder nicht? Naja. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ach ja, es gab ja dieses... Oder? Soll ich das jetzt noch erklären? Ich erkläre es gleich. Im nächsten Part am besten. Jetzt ruckelt es natürlich gleich wieder wie sonst was. Das ist einfach so Wahnsinn. Und es wird so unglaublich viel auch geschrieben auf einmal. Oh, da läuft ein bisschen nackig hier rum. Oh, yeah. Standbilder. Yay. Yeah. Yeah. 5 FPS. Was ist das? Schmetterlingsflügel? Wartet, diese Markierung. Ah. Der Flammenstrom-Schmetterling. Einer der 7 heiligen Bestien ist ganz in unserer Nähe, junger Krieger. Eure erste Herausforderung wartet auf euch. Ich hätte eigentlich ganz gerne erstmal die Quest abgegeben. Euer heroisches Verhalten hat tiefen Eindruck bei den neuen Kriegern hinterlassen. Ich hoffe, dass ihr dir dazu inspiriert, sich noch mehr Mühe zu geben. Ja, das hoffe ich auch. Okay, jetzt hat er wahrscheinlich schon wieder eine neue Quest für uns. Die nehme ich noch schnell an, wenn ich ihn denn irgendwie erreichen kann. Ja. Und dann muss ich diesen Part auch schon wieder beenden. Der Flammenstromschmetterling. Und Level 5. Teleportweihrauch. Das ist sehr cool. Das ist ein richtig geniales Zeug. Nämlich, jedes Mal, wenn ich jetzt... Ach ja, ich wollte noch mein Zeug verkaufen. Mache ich auch im nächsten Part. Jetzt kann ich dieses Weißjade-Amulett... eigentlich auch benutzen, was aber gar nicht so furchtbar wichtig ist. Warme Jade-Kriegsavatar. Paket. Erhalten einen zufälligen Kriegsavatar für den Anfänger, erhöht XP nach dem Verzehr. Verzehr? Also das mit diesen Kriegsavataren habe ich irgendwie noch nicht so ganz gecheckt. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn mir das durchaus irgendwann mal erklärt worden wäre. Charakter. Kann ich hier irgendwo Kriegsavatar? Na, ist egal. Ich muss sowieso den Part erstmal beenden. Ach hier, Kriegsavatar. Aber wo ist der? Ah, hier. Für Anfänger. Aha, okay. Ja, nice. Also... ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Aber vielleicht erfahre ich es ja irgendwann im Laufe der Zeit noch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder hoffnungslos überzogen. Ist richtig. Ja, ich hoffe, ihr verfolgt die Parts weiter. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ich kriege irgendwie heute nochmal was hin, ohne dass es ruckelt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht wirklich dran. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.